Willkommen bei der Swiss Traders Money Show mit dem Ausblick für DAX und Indizes für den Donnerstag, 16.12.21. Beachten Sie den Disclaimer auf der Daytrader Website und den Disclaimer hier. Es ist alles reine didaktische Natur. Schauen wir da mal die extremen Anstiege an. Hier im Stundenchart DAX, gestern hier unten, heute hier oben. Das Gap von 15,476 zu 15,521. Ist schon extrem. 15,521. Also eine respektable Strecke hier, die also ein Upgap von 211 Punkten. Und warum ist das so? Weil die Fed das Inflationsmonster freigelassen hat. Nur Tapering, keine Zinserhöhung. Und die US-Indizes sind auch schon fast wieder auf Rekordhoch. Schauen wir noch den DXY an. Der sinkt und dadurch werden natürlich die Aktien nach oben getrieben. Die US 10 Years steigen natürlich, weil die Inflationsangst auch steigt. Und Euro USD nach wie vor tief, ganz klar Inflation. Dann Gold steigt natürlich aus Inflationsangst, ganz klar. Und schauen wir da Nasdaq an. Unglaublich. Gestern zack hinauf, fast bald wieder auf Allzeithoch, steigt und steigt und steigt. Dann 4,20 zu 8,9, das Gap hier. Ja, also schon gestern wie eine Rakete nach oben und über Nacht noch mehr gestiegen. Extrem. Und da Dow Jones bald auch wieder auf Allzeithoch und das innerhalb weniger Stunden. Unglaublich. Also da 36,100, 15,927. Also da schon über Nacht schon ein Upgap. Die Frage, ob und wie sich das Gap füllen wird heute nach 9 Uhr. Da US 500 jetzt dann bald auf Allzeithoch wieder. Unglaublich. Dann UK 100, natürlich auch angestiegen. UK 100, das wird heute interessant, weil ich glaube, ich um 13 Uhr die Zinsentscheidung kommt, ob da vielleicht in der UK die Inflation bekämpft wird. SMI heute auch interessant, auch die Zinsentscheidung der Nationalbank. Schauen wir da, Hang Seng, China geht runter.
CSI 300 auch runter. Also es sind gemischte Vorzeichen. Es könnte heute gut sein, dass es um 9 Uhr da wieder eine Drehung gibt nach unten. Dann schauen wir Bitcoin an. Bitcoin nicht mit diesen riesigen Bewegungen, eher rot, und Ethereum natürlich auch bei 4030 da eher rot. Dann Silber, ja, nicht mal so euphorisch. Eigentlich müsste jetzt Silber dann starten, weil wir die Tür und Tor offen haben für eine Inflation. Dann noch Yen. Yen steigt, also Risk-Off-Szenario. Das ist immer so, dass Yen steigt, wenn das Investitionsrisiko sinkt. Dann haben wir weiter noch die Ölpreise. Ja, stabil. Ja, dann nochmals zum DAX, also da aufgepasst. Wir sind jetzt, wir haben da 8.20 Uhr da an dieser begrenzenden Keillinie. Wir haben hier ein symmetrisches Dreieck. Allenfalls werden wir hier abprallen, also darauf achten. Und ja, es ist ja schon mittlerweile das Gap schon wieder größer geworden. Es ist ein Monster Gap. Mittlerweile wahrscheinlich fast 300 Punkte. Also da aufpassen, ob man da wirklich noch weiter long gehen kann. Hier ist die Make-or-Break-Grenze, die ganz alte 15807. Wir sind da schon sehr nahe dran. Gut, dann aufgepasst beim Traden und dann bis später bei Swiss Trader. Tschüss.